Hallo Leute, na, noch da? Sehr gut, denn ich gehe jetzt hier rein und da bin ich echt mal gespannt. Ich hoffe, es ist nicht zu dunkel da drin, denn ich habe hier immer noch die Lichtprobleme. Oder ja, kann einfach schlecht sehen. Oh Mann. Die haben sich schon was einfallen lassen hier im Spieldesign, das muss ich schon sagen. Campus 9. Oh, jetzt wird's ernst. Was soll ich machen? Find the research site. Ah, alles klar. So, dann gehen wir da mal rein und ach, okay. Ich hab's schon gesehen aus dem Augenwinkel. Meine Kollegen, meine Freunde, die Gefallenen sind wieder am Start. Ihr seid doch Jungs, was ist denn los mit euch? Ja, wenn man kritische Treffer landet mit dem Ding, dann geht es echt ab. Aber die Betonung liegt hier gerade irgendwie auf Van. Ja, ist halt jetzt eine etwas, ja, ist Gewohnheitssache. Wenn man die ganze Zeit mit dem Pulsgewehr durch die Gegend heizt, dann ist das natürlich, ja, eine Mordsumstellung. Und den Kollegen da hinten, da muss ich jetzt, glaube ich, gar nicht erst anfangen, hier den zu beschießen. Mein Gott, ich treffe ja gar nichts. Wo kommen die Jungs denn her hier? Ja, für sowas hier. Ja, da ist das Gewehr klasse. Ah, okay. Ich glaube, wenn ich das gedrückt halte, dann geht's ab. Ja, das ist echt hier. Ja, interessant mit der Super. Ich habe es nach wie vor noch nicht durchschaut. So, aber der Sahara, oh Mann. Ich denke, für das, was jetzt kommt, ist es ungeeignet. Denn, ja, das ist ein schönes, ja, Nahkampf-Sturmgewehr. Das, ja, so für dich dran, da ist es natürlich geil. So, aber eben, bevor ich da jetzt hier, ja, das Terminal-Hack, wollte ich mich hier nochmal eben kurz ein bisschen umgucken. Boah, sieht so aus, sollte man da nicht unbedingt runter. Okay, da hinten waren wir relativ gründlich. Ha! Genau, dass ich die Dinger habe, da muss ich mich auch mal dran erinnern. Das sind hier praktisch, ja, wenn man so will, tragbare Munitionskisten. Das hier ist natürlich interessant, aber das Areal scheint, ich wollte gerade sagen, scheint nicht so groß zu sein. Na, ich kümmere mich jetzt hier nur um die Mission. Was habe ich jetzt hier ausgerüstet? Das sieht doch auch aus wie Sahara. Nee, ist es aber nicht. Naja, okay, cool, wenn es das nicht ist, dann... Ich habe schon so eine Vorahnung. Ich glaube, ich weiß, was passiert.
Hold the line, Leute. It's revivable. I'll see what they discovered here. Dex, they're coming. Ach, da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Aha, okay. Na okay, die kennen wir aber nur. Oh Mann! Es wäre jetzt eigentlich hier mal Zeit für... Es wäre jetzt geil gewesen, wenn ich jetzt meine Super hier fertig gehabt hätte, aber hatte ich natürlich nicht. Ah, ist auch nicht so tragisch. Aha! Das ist ja fast wie mit den Geth oder den Geth oder je nachdem, ob man auf Englisch oder auf Deutsch gespielt hat. Die haben auch ein kollektives Gedächtnis. Ah, wenn die jetzt hier nochmal so eine riesen Armee spawnen, dann heiz ich dadurch. Komm schon, Mädels. Also ich meine, ja, wenn ich sie abknipsen kann von hier, dann mache ich das natürlich. Okay. Oh, das wollte ich jetzt natürlich nicht. Aber wenn ich schon mal hier bin, was geht hier? Nichts? Hm. Muss ich mir nochmal angucken. So, aber jetzt trotzdem bin ich hier irgendwie am Arsch der Welt gerade. Macht nichts. Okay, also für die Jungs braucht man hier wohl, ist man echt auf, ja, naja gut, okay, kritische Treffer bringen auch nicht viel. So wie es aussieht. Okay, was ist das da hinten? Naja. Das ist ein dicker Geselle. Messer, wieso kann ich nicht? Oh, das sind zwei. Ja, scheiße. Ja, hätte ich das mal gewusst, dass das zwei sind. Wieso sagt mir das keiner? So. Leute, wo? So macht es natürlich Spaß. Halte mir hier mal meine Munition bereit. Könnte sein, dass was kommt. Was Dickes. Fast fertig. Ach, okay. Ich komme. Mein kleiner blecherner Freund. Was gibt es denn?
I know how to find the Gate Lord. Each Vex is part of a giant network that spreads through the mantle of the entire planet. If I can just get into their system, we can draw a Gate Lord out. Aha. Okay, dadurch, dass alle verbunden sind, ja, sind sie halt ganz gut zu hacken. Wenn er da reinkommt, dann kann er ein Gate Lord, ein Gate Lord rauslocken. Ach ja. So, okay, neues Maschinengewehr, neuer Helm. Ja, aber es bleibt spannend und wird spannend. Da bin ich echt mal gespannt, wie so ein Gate Lord denn dann aussieht. Aha, was ist Radiolaria? Radiolaria. Klingt wie eine Krankheit. Irgendwie, ein bisschen zumindest. So, was ist das? Tamerlane. Ah, weg damit. Okay, neuer Helm. Der nicht so cool ist, so Disziplin. Was ist Disziplin? Ah, okay, Granaten. Nö, danke. So, Inventar, was ist... Ach, das sind... Aha. Particles of Vex. Mind Fluid. Ah, okay. Das ist Gehirnflüssigkeit. Und potenziell kann man aber was lernen, wenn ein kompetenter Mensch das in die Finger kriegt. So. Aha, okay. Das muss ich zu meinem Vanguard bringen. Das hier ist für den Kryptarken das auch. Okay, interessant soweit. Ich denke, dann gebe ich das Zeug mal ab. Ja. Was mache ich als nächstes? Ich könnte ja... Ich glaube, als nächstes räche ich mich an dem Monster-Troll auf dem Mond. Und mach da mal den Strike zu Ende. Außerdem weiß ich, dass da in dem Strike noch eine goldene Kiste ist. Ich weiß nur noch nicht genau wo. Denn die Beschreibungen sind vage. Und ich weigere mich hier nach, was weiß ich, Videodingern zu suchen. Irgendwelchen Guides oder sowas. Ich weiß bloß, ja, unten bei dem Vieh irgendwo. Mehr weiß ich nicht wirklich. Ich muss mir das nochmal angucken. Aber ich glaube, das klingt nach einer guten Idee. Aber jetzt fliege ich erstmal zum Tower. Hol mir meine Belohnung ab. Ja, ich glaube, im Real Life dauert das auch ewig, bis man von der Venus zur Erde fliegt. So, erstmal zum Kryptark. Master Rahul. Nö. Brauche ich nicht. Ich hab alles. Wieso bin ich der Einzige, der so leuchtet beim Sprinten?
heading out after dark? Oh, Snackline. Was? Ganz toll, den habe ich schon. Und der Rest ist scheiße. Ja, ich glaub's doch jetzt hier nicht. Ich meine, das ist doch Bullshit. Ne, ist mir egal. Ich nehme das scheiß Teil einfach. Oh. Rustburner. Oh, das ist natürlich wesentlich besser als mein Zeug. Das ist so ziemlich das gleiche. Intellekt. Wie sieht denn das Zeug aus? Okay. Interessant. So, da muss ich doch jetzt hier mal eben gucken, was macht Intellekt? Ah, okay. Das Ding können wir zerlegen. Denn ich weiß, ich brauche diesen Saphirdraht, den brauche ich nochmal. Aber jetzt sehe ich gerade so cool aus. Aber die könnte ich mir sonst noch kaufen und in den Vault legen. Nee, ich mach da jetzt gar nichts. Ich kaufe nichts. Ja dann, wer winkt mir? Ich hab den noch gerade gesehen. Ach ja. Servus, Dude. So, okay. Dann überlegt mir mal in der Pause, die jetzt für euch kommt, was ich als nächstes tue. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.